So, hallo meine Lieben, und da sind wir auch schon bei Deck to 5 für den Freitag. Ja, ich stelle euch heute mal ein Counter-Fairy Budget Deck vor. Im Rahmen von so ungefähr, sagen wir mal maximal 50 Euro. Die dreimal hier nicht beachten, kann man spielen, aber muss man nicht. Da war noch, als Gofu drin war, waren die noch drin. Wie spiele ich das Deck jetzt hier? Gehen wir mal kurz die Karten durch. Die haben den Angel Paladin, den Power Angel, die drei Ariadne, drei Minerva, drei Artemis, ein Melthiel. Auf die Karten gehe ich übrigens später noch kurz ein. Pot auf dieser erst drei, Geschwisterbund, Upstart, drei Pot, drei Sanctuary, zwei Storming, drei Fallen, das müsste es sein auf Deutsch, Vorhersehung dreimal, Strike dreimal, Warning einmal und Urteil einmal und der Dings, göttlicher irgendwas Schlag oder wie es hieß. Dann haben wir hier noch Exatec, Lightning, Utopia, Tonaldrache, Bambuska, Castell sowie Direwolf, Abyss Dweller und Cowboy. So, warum spiele ich jetzt die Karten, die ich spiele? Also als allererstes gehen wir mal kurz aufs Wichtigste ein, auf die Draw Engine, nämlich die Zayas, Upstart und den Pot. Darf ich ja keine Demise spielen, weil die ja noch relativ teuer ist. Muss man halt versuchen, im ersten Zug entweder mit Pot oder mit, mit einem von den beiden Pots versuchen, gut nachzuziehen. Und das kann auch schon ganz gut klappen. Mit dem Geschwisterbund haben wir natürlich die Möglichkeit, neben der Ariadne die Minerva rauszuholen, den Melthiel oder den Power Angel. Der Power Angel hat halt den Effekt, dass wenn ihr eine Zauberfallenkarte annulliert, dass ihr euch dann ein Lichtmonster suchen könnt von Fee. Und da fallen ja einige rein. Man kann auch noch aufrichtig spielen oder so. Wie gesagt, man muss das Deck jetzt nicht so nachbauen, wie ich es mache, aber so würde ich es halt spielen. Des Weiteren ist es halt ein Ziel für Geschwisterbund. Weil ihr müsst zwei andere noch drin haben, mit unterschiedlichen Namen. Und wir spielen hier 1, 2, 3, 4, 5 Monster mit unterschiedlichen Namen. Das heißt, wenn wir durch Pot welche verbannen, können wir Geschwisterbund immer noch meistens aktivieren. Darauf wollen wir hinauskommen. Dann haben wir hier noch die Minerva. Die wird halt relativ stark. Desto mehr Konterfallen wir aktivieren, desto mehr ATK kriegt sie. Und wenn ihr durch Geschwisterbund die schon auf dem Feld habt und sie nochmal beschwören könnt, dann habt ihr zwei große Beatsticks auf dem Feld, das ist schon ganz ordentlich. Die Artemis ist halt nur zum Kartenziehen da, also mehr macht die nicht. Dann haben wir noch den den Angel Paladin. Ich weiß nicht, ob ich ihn auf zwei spielen würde, ich bin da wirklich noch am rumtesten. Ich sehe, dass die meisten zwei spielen, ich glaube aber auch einer reicht aus, weil ihr könnt ihn euch durch den Power Angel searchen. Und ja, er kann halt aus der Hand kommen für Terbeschworen und alles ist gar nicht mal so schlecht. Des Weiteren spielen wir jetzt noch die Sanctuary, die sagt, man kann ja drei Stück reinmischen und dann so aufs Deck legen, wie man es möchte. Was halt auch schon ziemlich gut ist und die verdeckten Karten von euch können halt nicht gezielt werden. Ich habe übrigens den Laster Panel rausgenommen. Laster Panel habe ich mal getestet, kann man spielen, aber dann habt ihr nur zwei bis drei Plätze für die feine Zauberkarten, so mit Ariadne alleine und mit ihr habt ihr halt drei Plätze. Die Storming, ich würde schon fast drei Stück spielen, aber zwei reichen aus. Ihr wollt ja halt die ganzen linken Monster, das ganze Zeug vom Gegner loswerden. Dann Drop-Off, ihr wollt halt, dass wenn der Gegner zieht, also in der Draw-Phase, einfach mal Karte weg. Das ist vor allem schön, wenn der Gegner keine Handkarten mehr hat oder noch eine Handkarte. Hier haben wir die Strikes eigentlich. Unsere 12 Strikes, oder was wir hier spielen. Ist schon ganz ordentlich. Die anderen erklären sich hier selber. Jetzt habe ich noch ein bisschen was im Side-Deck reingepackt, was auch am Anfang für mich Ideen waren. Aber den Christian, der auch gar nicht mal so schlecht ist, aber ich würde ihn ehrlich gesagt nicht spielen. Die Hector Trees ist auch nicht so der Fall. Laster Pendel, kann man drüber nachdenken. Also, ich sag nicht, dass es falsch ist, aber man kann drüber nachdenken. Cut of the Mice haben wir natürlich auch drin, dann schmeißt man die Pots weg, aber wie gesagt, wir wollen hier auf die Budget-Version eingehen. Die Chaos Trap Hole, die ist eigentlich gar nicht mal schlecht, wenn jetzt mal Licht oder Finsternis Decks wieder richtig stark werden, weil dann ist die halt richtig cool.
Die hier ist nicht mit drin. Da haben wir noch das Dings. Und Abhören habe ich auch mal mit in Zeitdeck reingenommen, weil es halt, ja, es kommt manchmal gar nicht mal so schlecht. Ja, das war's jetzt hier zum Counter-Fairy Budget Deck Profile. Wie gesagt, ich habe halt versucht, ein Limit zu finden, bis zu 50 Euro ungefähr. Und da ist es halt wirklich relativ schwer, so ein Deck zusammenzustellen. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gut gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne ein Like da und dann verpasst nicht die nächste Folge. Nämlich in der nächsten Folge gucken wir uns nämlich das Counter-Fairy High Budget Deck an. Also wie man es halt optimalerweise spielen könnte, sollte. Da bin ich aber auch noch am Testen. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, euer Luffy. Ciao.